Einen wunderschönen guten Abend. Es ist wieder Freitag, es ist wieder Alpha-Amateur-Zeit. Wir spielen gegen das Vengeance Fishing Club Team. Heute sind wir am Start mit Captain Wobbles, Handstand, Train und Holden. Also kein schlechtes Line-up. Aber die Gegner haben auch ein relativ starkes. Und wir warten momentan noch auf den ersten Spieler vom Gegner. So, Captain Wobbles wird auf Parasite spielen. So, links unten für das Team Mixed Minds gespawnt in Müllmann Orange. Es ist Captain Wobbles. Und er tritt an gegen den Zerg vom Vengeance Fishing Club. Es ist Nimzo. Sieht bisher alles Standard aus. Der Zerg expandiert. Captain Wobbles macht sich auf Scouting. Hat selber Gas genommen. Ich glaube sogar vor der Rex. Und wird höchstwahrscheinlich einen Reaper gehen. Und danach dann selber expandieren. Falls im Chat übrigens jemand ist, der gerne mitcasten möchte, ist immer ein bisschen traurig, allein zu casten. Deshalb würde ich mich freuen, wenn irgendjemand mitcasten möchte. So, Wobbles sieht, dass alles normal aussieht. Und einmal Käse hinter die Middle-Line gesetzt. Reaper ist im Bau und da kommt die Expansion auf dem Lowground von Wobbles. Zweites Depot, die ersten Mules werden geschmissen. Und was Marcel sagt, da wird gleich die Hatch fertig. Pool ist da, er meint noch ein bisschen, er braucht noch ein bisschen, um Gas an, um Linkspeed anzudrücken. Overlord bewegt sich jetzt Richtung
Command Center von Wobbles, wenn der Reaper auf der anderen Seite rausgeht, aber da wird er nicht allzu viel machen können, denn die ersten Queens sind gleich schon da und auch vier Linge. Vielleicht kriegt er hier eine Drohne, ne? Muss aufpassen, kriegt hier aber... Ne, nicht mal ein Link, schönes Micro. Oh ne, doch, schön geholt von Wobbles. Aber auch ein schönes Micro aus der Seite vom Zerg-Spieler. So, ich darf mich selber grüßen. Dankeschön, Tune. So, Wobbles hat einen Bunker gebaut, die ersten zwei Marines sind jetzt im Bunker. Die hat er mit dem Reaktor gebaut. Jetzt kommt der Reaktor an die Barracks und da werden Hellions gebaut und gleichzeitig ist auch ein Starport im Bau, der dann wahrscheinlich das Tech-Lab von der Barracks bekommt. Der Zerg hat eine dritte gebaut, die ist jetzt schon fast fertig. Und der Reaper ist nochmal rein und hat hier ein bisschen was gesehen. Muss aber ein bisschen aufpassen, sollte eigentlich rauskommen und sieht auf jeden Fall, dass da Drohnenrunden gebaut werden. Die dritte Basis hat Wobbles noch nicht gesehen. Aber das kann er sich eigentlich denken. Jetzt sieht er dann auch die dritte Basis. Und der Sackspieler sieht auch die Hellions. Wobbles holt sie jetzt den Overlord. Oder auch nicht. Sackspieler geht zurück. Wobbles hat auch die Hellions zurückgezogen, damit der Overlord ihn nicht unbedingt sieht. Und jetzt gehen die Hellions raus. Vier Hellions und dahinter kommt ein Liberator, der momentan gebaut wird. Und wir sehen wahrscheinlich Mech, zumindest kommt eine zweite Factory. Das ist doch schon mal interessant. Und der Zerg-Spieler reagiert jetzt auch auf die Hellions, der ganze 14 Linge. Hat schon einen guten Drohnen-Count, hat schon 10 Worker mehr als der Terraner. Upgrade im Bau, das Carapace-Upgrade. Und Banding Nest jetzt auch. Die Hellions bleiben auch zu Hause, die gehen gar nicht rüber. Das wird jetzt gescoutet vom Zerg. Dass die Hellions dort auf der Map sind. Liberator geht über die rechte Flanke ganz außen lang. Und wird wahrscheinlich probieren in die Main zu kommen. Da ist dann eine Queen und ein Spore. Und parallel probiert Wobbles hier jetzt unten rein zu kommen. Das Creep Threat ist da aber gar nicht so schlecht und da sind eigentlich auch genug Länge und Einheiten. Die Queens werden jetzt umpositioniert. Ist die Frage. Aber es reicht auch schon, dass Wobbles sich so ein bisschen hier zeigt, ein bisschen Präsenz zeigt. Wobbles will auf das Pre-Igniter Upgrade, Blue Flame. Dann machen die Hellions natürlich mehr Schaden. Umso wichtiger ist, dass er die jetzt nicht verliert, sondern die möglichst lange am Leben hält. Vielleicht ein bisschen Creep Denied. Das macht er hier. Jetzt ein Scan oder er geht sogar in die zweite rein. Da sollte er einige Drohnen gekommen, aber da sind auch die Linge schon auf seinen Fersen. Er hat aber ein schönes Positioning hinter den Middle Lines. 9 Drohnen insgesamt, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Noch ein paar Linge gehen down. Mining Time kriegt er auch. Ah, aber der Zerg hat jetzt gesehen, dass Blue Flame fertig ist. Wobbles ist leicht vorne jetzt in den Ressourcen. Dritte Basis ist fast durch, die wird dann wahrscheinlich hier unten gelandet. Und jetzt kommt der nächste Angriff mit Hellions. Und da sind wieder nur Linge am Start, also der Gegner hat bisher noch kein Tech. Leer ist jetzt halb durch. Nur Linge und Queens. Und die Linge reichen eigentlich nicht gegen so viel Blue Flame Hellions. Nur die Queens können so ein bisschen gefährlich werden. Aber an denen kann man schnell vorbeifahren und das probiert er jetzt. Naja, rechtzeitig noch reagiert vom Zerg. Und Wobbles zieht sich wieder zurück. Die ersten Tanks sind jetzt da, mit denen wird er sich so langsam vorsiechen. Dankeschön für den Cheer, Matze. Geizig wie immer.
So, dritte Basis fängt jetzt an zu laufen. Windkammmäßig sieht es eigentlich ganz gut aus für Wobbles. Es leidet jetzt gerade, deswegen ist er momentan im Minus, aber da sehen wir, der Graf geht schon wieder hoch. Upgrade-mäßig ist der Sarg eigentlich ganz gut dabei. Wobbles jetzt mit 1-1 halb durch. Hat aber eine ziemlich gute, stabile Position und die Hellions probieren es wieder. Da wird er nicht vorbeikommen, oder doch? Kommt hier vorbei, aber das hat sich noch nicht gelohnt. Kriegt hier nur 3 Drohnen für 5 oder 6 Hellions. Aber er scoutet jetzt. Er sieht, dass da im Wesentlichen nur Roaches da sind. Also die Armee von Wobbles ist deutlich stärker, aber er weiß ja, dass er jetzt schon ausrücken kann. Patrouilliert hier auch mit Vikings, um noch ein paar Overlords zu kriegen. Das sind allerdings keine. Wobbles jetzt auf 75 Worker. Sollte so langsam aufhören, Worker zu bauen, ansonsten hat er zu wenig Supply, um Army zu bauen. Und jetzt sehen wir den Spire und das Infestation Pit. Und idealerweise sollte Wobbles probieren, davor zu pushen. Der Zerg hat mittlerweile eine richtig große Bank, ziemlich viele Mineralien, auch ein bisschen Gas. Und kann jederzeit recht viele Einheiten drücken, wenn er denn die Larven hat. Bisher sehen wir erstmal nur 20 Linge. Wobbles scannt hier nochmal. Scheint hier irgendwie eine vierte Basis nehmen zu wollen. Da ist das vierte Command Center. Vikings holen sich schön ein paar Overlords. Oh, jetzt sind die Queens da, vielleicht kriegen sie noch einen. Ja, den kriegen sie. Schön, es wird der angeschlagene Viking zurückgezogen. Nächster Overlord geht down und damit ist nimmt so richtig deftig Supply blockt. Ja, da war Wobbles zu viel, glaube ich. Verliert hier nochmal einen Overlord. Jetzt bei 84 Workern. Wir sehen auch die ersten Battlecruiser. Jetzt dreifach Starport auf Seiten von Wobbles. 3 Factory, dreifach Starport. Hat momentan auch so ein bisschen Probleme, sein Geld auszugeben, zumindest die Ressourcen. Gas fehlt ihnen so ein bisschen. Wobbles hat eigentlich die Riesenarmee. Wir sehen jetzt einen Hive-Tech. Und sobald der Hive ins Spiel kommt und der Gegner dann Broodlords bauen kann oder Ultras, dann wird es schwieriger für Wobbles. Wenn er jetzt rüber geht, hat er, glaube ich, richtig gute Chancen. Aber es sieht bisher nicht so aus, als möchte Wobbles jetzt schon ausrücken. 2-2 ist auch gerade in der Pipeline. Hellions müssen hier aufpassen, werden hier von den Roaches rausgenommen. Oder zumindest einer. Wobbles jetzt mit der vierten Basis am Start, kriegt da auch das Gas, das ist ganz wichtig. So wie sie hinkam. Der Raven schafft es hier, den einen oder anderen Hüptumor rauszunehmen. Und da ist auch schon die fünfte Basis von Wobbles. Während Hive jetzt fertig ist und der Zerg hat eine riesengroße Bank, ist die Frage, wie er die umsetzen wird. Crater Spire oder Ultralis Cavern ist noch nicht da. Und Hellions greifen wieder an über die untere Flanke. Das ist aber überall Creep. Das heißt, der Zerg sollte sehen, ob und was passiert. So, und Wobbles sieht jetzt, dass der Crater Spire im Bau ist. Währenddessen war auch ein Liberator in der Main aktiv. Da kriegt er zumindest hier 9 Drohnen und sollte jetzt merken, jetzt muss ich angreifen. Der ist kurz vor Broodlords, der Gegner. Und das macht Wobbles jetzt. Das gefällt mir gut. Gegner hat eigentlich keine gute Armee. Hatte im Wesentlichen Roaches, keine Ravager, ein paar Linge und ein paar Corruptor. Das sollte eigentlich nicht reichen gegen die Armee von Wobbles. Army Supply ist ausgeglichen. Die ersten Vipern kommen jetzt. 6 Vipern, aber die werden keine Energie haben. Der Zerg wird hier die Basis aufgeben müssen wahrscheinlich. Da werden ein paar Ravager gemorpht. Hat hier auch zu wenig Gas. Wobbles sieht jetzt, dass da gemorpht wird. Tanks werden nicht mal alle gesiegt. Eine Basis wird auf jeden Fall hier ausgenommen. Corruptor gehen auf die Battlecruiser, die einfach nur davon rennen und wegteleportiert werden.
Roaches machen hier doch schon einiges an Schaden. Game paused. Und Wobbis hat hier Mausprobleme. Ist natürlich ein denkbar unglücklicher Zeitpunkt für Wolves, Mausprobleme zu haben. Aber es geht hier schon weiter. Da gehen doch schon einige Tanks raus, aber das ist auch teuer für einen Zerg-Spieler. Ob es jetzt deutlich im Supply förmig, besonders die Bot-Battle-User machen hier richtig gute Arbeit. Und alles am Boden wurde hier geklärt. Die Vipern sind da, aber die Vikings jagen diese schon. Und ohne Corruptor, ohne Ground Support sind auch Vipers nicht besonders stark. Die können ja eigentlich nicht wirklich was töten. Die sind nur als Spellcaster ziemlich gut. Die Queens kommen natürlich jetzt hinzu. Bobbles zieht sich jetzt auch ein bisschen zurück. Muss aufpassen, dass die Battlecruiser nicht von den Vipern rausgezogen werden. Und sollte sich jetzt nochmal zusammen gruppieren. Aber auch der Zerg-Spieler, den gibt man natürlich jetzt große Chance, auch wieder eine Armee aufzubauen. Der hat eine riesen Bank, aber auch Wobbles hat mittlerweile eine große Bank mit 92 Workern. Stellt sich das mal einer vor als Terraner. 92 Worker. Und die Mineralien kann er gar nicht ausgeben. Also Wobbles sollte eigentlich Worker irgendwie abziehen und mit denen fighten. Mit denen tanken oder die einfach suiciden. Eine richtig gute Anzahl an Roaches jetzt wieder am Start. Und auch die Viper sind gefährlich. Ja, so eine Anti-Air-Cloud könnte richtig eklig werden. Und da ist eine drin. Wobbles probiert auszusortieren. Verliert einen Viking. Das ging nochmal harmlos aus. Und jetzt gehen die Viper down. Da hat der Zerg nicht aufgepasst. Nochmal eine Cloud gelandet. Aber alle Viper jetzt down. Okay. Und nochmal ein Viking down. Aber das ist in Ordnung. Corruptor im Bau. Hydra ist im Bau. Zerg hat keine Möglichkeit, jetzt hier eigentlich auf Pluto zu treffen. Die Einheiten wollte er hier. Und die Watches gehen jetzt rein. Schöne Anti-Armor-Missile. Aber auf dem Boden hat der Zerg doch ein bisschen mehr als der Terraner. Aber die Battlecruiser machen richtig, richtig gut Schaden. Aber die Watches lassen sich so ein bisschen nach hinten drängen. Oder ziehen Wobbles zumindest zurück. Backcruiser haben jetzt geblinkt. Wo haben die hingeblinkt? Keine Ahnung. Da sind sie wieder. So, und jetzt ist Wolves bei 200 Supply. Der Gegner nur bei 133. Hat jetzt momentan, glaube ich, Larvenprobleme. Immer wieder nachzubauen. Nee, Larven hat er eigentlich genug. Bisschen Gas hat er auch. Viele Mineralien. Aber Wobbles drückt jetzt schon wieder an. Da sind, naja, Corruptor, ein bisschen Roaches, ein bisschen Hydras. Aber das sollte eigentlich nicht reichen gegen Wobbles Armee, wenn die Tanks in gute Positionen kommen. Und die Tanks haben hier eine gar nicht so richtig schlechte Position. Viper sind wieder im Bau, aber die werden wieder keine Energie haben. Und jetzt geht es hier, glaube ich, in den letzten Fight. Die Tanks partizipieren nicht ganz. Jetzt besser. Da fällt alles sowohl oben als auch am Boden. Hydras sind jetzt da, aber gegen Tanks haben die es richtig schwierig. 3-3 wird jetzt in dem Moment fertig für Wobbles. Damit hat er auch zumindest ausgeglichen Upgrades. Die Vipern sterben hier, bevor sie wirklich was machen können. Vikings gelandet am Boden und da kommt das GG von Nimzo und damit holt Wobbles hier die erste Map 1-0 für das Team Mixed Minds gegen den Vengeance Fishing Club. Das bedeutet, dass wir jetzt gleich auf Map 2 gehen werden. Map 2 wird Automaton werden und da wird Handstand in einem ZVP zeigen können, müssen, was Sache ist.
Und er wird gegen Abyss spielen. Können es einmal. Aber es ist insgesamt ein gutes Line-Up, ist mir schon aufgefallen, also. Aber auch vom Gegner ein ziemlich starkes Line-Up. Okay. Wo kommen die her? Weiß ich nicht so ganz. Also zwei sind auf jeden Fall deutsch, aber die anderen nicht. Aber wo die genau herkommen, wahrscheinlich irgendwo aus Europa, aber ich weiß es nicht genau. So, rechts. Unten gespawnt in Türkis vom Vengeance Fishing Club. Es ist Abyss. Ja, und für Team Phoenix. Pause. Okay. Was hältst du von Automaton? Also ich finde es eigentlich ganz okay. Ich finde die meisten Maps okay, bis auf Stasis. Da weiß ich nicht, ein bisschen komisch. Drain sagt aber, ein TVP soll sogar ziemlich gut sein, weil die so breit ist, da könnte man sie so richtig schön auseinanderziehen. Er hätte die gewählt sogar. So. Zumal.
Übrigens ja, auf 8 Uhr, genau, auf 8 Uhr gespawnt. Für Team Phoenix in grün. Handstand. So, wir schauen mal auf den Protoss, was der baut. Ob da eine Forge kommt. Das ist ja durchaus möglich. Ne, was in den Gateway. Und ein früher Scout und damit wird er wahrscheinlich den die Hedge von Handstand. First. Hast du blocken? Ah nee, Handstand hat Pool First, okay. Das ist jetzt interessant. Einmal die Frage, was macht Handstand damit? Das kann einfach nur irgendwie antäuschen sein. Und hoffen, dass der Gegner überreagiert. Das haben wir in einem der letzten Clan Wars, glaube ich, gesehen. Oder man macht wirklich das, was damit. Entweder ein Link Flat zum Beispiel, weil man schneller das Speed hat. Oder ein Ravager Push. Oder ein Baneling Bust. Also da kann man viel Aggressives mitmachen. Handstand bleibt auf jeden Fall nicht One Base, sondern nimmt hier die Hatchery. Und der Protoss reagiert auch schon auf den frühen Pool. Hat hier ein zweites Gateway geschmissen und ein Cybercore vor der Echse. Und ein zweites Gas genommen. Und das ist eine deutliche Reaktion dafür. Also wenn Handstand nur noch zwei Linge baut, dann würde ich schon sagen, dass er im Vorteil ist. Weil einfach seine Echse so weit früher da ist. Mhm. Und der Protoss eigentlich mit den Doppelgateway nicht besonders viel machen kann. Der baut jetzt auch einen Zealot, aber der wird in der Wall stehen. Dann steht er sicher, aber... Boah, aber da kommt jetzt ein Roachhorn. Also das wird doch ein All-In. Und dann ist das Opening vom Protoss vielleicht gar nicht so schlecht. Meinst du, Safety ist es nicht? Naja, vor allen Dingen, der hat bisher noch nicht expandiert und der baut jetzt die Robo. Er hatte, also, ach, du meinst jetzt vom Protoss her? Ja, ja, vom Protoss ist es, glaube ich, ein richtig gutes Opening. Dagegen, was Handstand jetzt spielt. Mhm. Aber Handstand sieht natürlich auch, dass da kein Nexus ist mit dem Overlord. Mhm. Und eigentlich sollte das jetzt für ihn heißen, er macht diesen All-In nicht. Also es wäre relativ blöd, diesen All-In jetzt zu spielen. Okay. Vor allen Dingen sieht Handstand, da werden jetzt schon Schildbatterien gebaut. Wie war die Production? Baut Roaches. Er baut Roaches und... Ja... Und ja, auch 7 Roaches, also das wird schon... Commitment. Commitment und dahinter werden auch noch Linge kommen. Hat nämlich auch Linkspeed erforscht. Und der Adept wird jetzt schon die Roaches sehen. Sieht die jetzt schon. Hm. Das heißt noch ein paar jetzt Batteries bauen. Immortal Chrono boosten vielleicht, da hat er gerade kein Geld. Da wird ein Stalker gechrono boostet. Vielleicht. Eigentlich braucht er ja noch mehrere Pylons, damit nicht der eine Pylon fällt und danach ist Schicht im Schacht. Aber mal sehen, ein Adept wird auf jeden Fall abgefangen von Handstand. Und da kommt jetzt noch ein dritter Pylon. Scheint so, als wollte er bis die Wall dicht machen, was das richtige, die richtige Entscheidung ist. Aber so viel hat er gar nicht. Also er hat der Zealot nicht fighten können. Also er steht in der Lücke. Ein Adept und ein Stalker alleine machen nicht viel Schaden. Aber Warpgate ist bald fertig. Und dem Mortal wird die Krone boostet. Aber Handstand könnte hier knapp davor reinkommen. Jetzt hat er gerade vierfaches... Oh! Vierfaches Army-Value. Ja, da hilft dann auch der einzelne Immortal nicht. Ich glaube, die Wall war der Fehler. Dass der nicht zu war. Ja. Ja. Da kommen jetzt so viele Linge. GG. Das war's schon. So spielt man sich offensichtlich in Master hoch. 2-0. Sehr schnell. Sehr schön. Das heißt, Jane könnte jetzt eigentlich schon den Sack, wie sagt man? Zumachen. Zumachen, genau. Ja. Ich wollte dicht machen sagen, aber das macht keinen Sinn. Und Jane wird ein PvT spielen müssen. Auf Stasis gegen Prestige. Da kannst du da ein bisschen mehr sagen. Mhm. Und sollte Jane nicht gewinnen, dann werden wir noch Holden sehen, der dann auch in einem TVP diesmal, also umgedrehtes Matchup, die Möglichkeit hat, den Sack dann dicht zu machen auf Port Alexandre. Und dann hätten wir noch einen dritten Matchball im Ace dann. Also eigentlich gute Chancen noch zu gewinnen. Und ich glaube, dass...
war dann eine recht gute Leistung, weil die Gegner haben wirklich ein starkes Line-Up. Könnte Makro ein bisschen besser sein, aber so vom Verständnis her. Wobei ich sagen muss, Stasis, wir haben ja so ein kleines System, wo jeder die Maps bewerten kann. Ja. Und heute haben alle vier Spieler, die gesetzt waren, Stasis genau einen Punkt gegeben, also die schlechtstmöglichste Bewertung gegeben. Das heißt, es war die Wahl zwischen Not und Elend, wie man das setzen sollte. Aber wir haben auf Stasis oben links gespawnt, als Terraner vom Vengeance Fishing Club in Müllmann Orange. Es ist Prestige. Jawohl, und für Team Phoenix gespawnt, rechts oben in der Ecke, als Protoss, Drain. So, Drain macht einen normalen Gateway Scout. Terraner bisher ohne Gas. Ja. Jetzt kommt das Gas. Okay, aber das scheint normal zu sein, oder? Ja. Nee, irgendwie ein bisschen spät. Vielleicht sehen wir gar keinen Reaper. Ich bin gespannt. Wir sind auch ein 3-Rex oder so. Da kommt auch sogar ein SCV-Scout. Mhm. Und Train wird sich ans Schweißen machen. Ja. Und die Rex wird jetzt gleich fertig und wir sehen, dass Prestige nur so 20 bis 30 Gas haben wird, also nicht die 50, die man für einen Reaper braucht. Also rechne ich eigentlich damit, dass da jetzt der Mühlen kommt und da wird er auch angedrückt. Ah ja. Und auf der Gegenseite sehen wir Prestige, wie er scoutet, sieht hier den Nexus. Ah, das war ganz interessant. Baut er einen Bunker? Nee. Es gibt's nämlich auch, da einen Bunker zu bauen, um dann mit den frühen Marines rüberzulaufen.
Ich glaube, das ist der Bild, der vor kurzem auf Reddit kursierte. Frage war, ob man das Gas nicht wie gewohnt bei 17, sondern auf 19 nimmt, weil man dann das CC schneller nehmen kann und ja, daraus ein Marauder-Bild baut. Okay. Also wir sehen jetzt auch ein Techlab an der Barracks und das könnten durchaus Marauder werden. Deswegen erinnere mich Ja, das gerade daran. Concussive Shell ist schon mal im Bau. Du scheinst recht zu haben. Er ist leider so ein bisschen supply-blocked. Das Depot wird aber gleich fertig. Und eigentlich fehlt da auch noch eine zweite Barracks, oder? Ja, und da kommt sie. Und was macht Train dagegen? Wir sehen einen Stalker, der gegrono-boostet wird. Da kommt auch ein zweiter. Stalker sind nicht besonders ideal, wenn man gegen Marauder spielt. Aber da sollte jetzt bald ein Tech kommen, das wird ein Stargate. Ein Stargate ist eigentlich in Ordnung. Wenn man denn dann Oracles geht, kann man eigentlich solche Marauder-Pushes recht gut abwehren. Einzigste Problematisches ist, glaube ich, wenn man Blinkstalker geht und halt weder Immortal noch Stargate-Einheiten hat und nur Stalker. Und Chain ist hier aggressiv mit einem Stalker. Wenn er den nicht verliert, Marauder haben Concussive. Ja, eine Ja, Rampe. den wird er verlieren. Da kommt er nicht weg. Oder? Nein. Und jetzt muss Chain direkt eine Schildbatterie bauen. Ist die nur die Frage, ob die rechtzeitig durchkommt. Wie ist denn die Oracle wird Bauzeit? gegrono-boostet. 30 Sekunden, das ist Naja. gleichzeitig. Da kommen aber auch jetzt zwei Schildbatterien extra Pylern, damit man nicht einfach den Pylern rausnehmen kann. Train hat noch kein Warp Gate und hat auch nur ein Gateway. Zweiter wird aber fertig werden, dann hat er zwei Warp Ins. Aber das Oracle sollte rechtzeitig da sein. Ist nur wichtig, dass er nicht zu viel Schaden nimmt. Ja, da ist das Oracle rechtzeitig da. Schildbatterien werden fertig. Ja. Da verliert er nicht mal eine Einheit. Aber die Defense hat was gekostet, also. Zwei Schildbatterien sind nicht umsonst. Und das Oracle, mit denen hätte er wahrscheinlich auch lieber stark Schaden machen wollen. Wir sehen Das war das noch Mineralien. Ganze auch im Worker-Count. Also da ist es ausgeglichen. Beide 32 Worker. Und das ist natürlich immer ein Vorteil für einen Terraner, der ja noch zusätzlich Mules hat. Und der Terraner ist auch eigentlich auch gut, ganz gut unterwegs. Stim ist fast durch. Er hat drei Barracks. Starport ist auch schon im Bau. Und plus 1 angedrückt. Zweites Oracle jetzt am Start und da hat Train probiert, glaube ich, reinzugehen. Das sind nur drei Marines da, also die kann er jetzt nacheinander rausnehmen. Und das macht er auch. Aber da ist ein Missile Turret. Da muss er aufpassen, ein Oracle. Das Stim wird er nicht bekommen. Aber den einen oder anderen Marine hat er bekommen. Train ist mutig, verliert hier fast einen Oracle. 7 HP hat's. Aber dahinter hat er offensichtlich nicht ganz konstant Worker durchgebaut. Terraner jetzt mit 5 vorne. Train jetzt mit der dritten Basis. Baut auf den einen oder anderen Phoenix. Was ganz nett ist, weil auf der Map kann man recht schnell rüberfliegen. Mit Medivacs. Da ist es ganz gut, einen Phoenix zu haben. Wir werden eine Robo-Bay sehen, also war höchstwahrscheinlich Colossi. Erstes Medivac jetzt am Start, dritte Basis auch im Bau vom Terraner. Und es könnte jetzt ein Angriff werden. Combat Shield ist fast durch, 1-0 ist fast durch. Die ersten Medivacs sind da, das ist eigentlich dieses typische Timing, was der Terraner ausnutzen kann. Aber Chain ist aktiv mit seinen Oracle und wird wahrscheinlich jetzt ein Tech schmeißen auf die Armee. Und damit sieht er hoffentlich, wann der Gegner ausrückt. Und Train steht auch recht defensiv. Hat jetzt auch zwei Shield-Batteries an der dritten geaddet. Also sollte eigentlich fast alles verteidigen können. Und jetzt wird ausgerückt. Jetzt kommt der erste Kolossus. Und Prestige hat einfach so gestimmt schon mal. Zum schneller Rennen, hab ich dir auch schon mal erzählt. Na, Sagt man die manchmal. Stasis ist ja nicht besonders groß. Aber da kommt jetzt eine Stasis Ward und die ist schön Die ist platziert gut. und ich glaube, da läuft er jetzt komplett rein. Und damit ist dieser Push, glaube ich, abgewehrt.
einen Strain gut macht, kann er sogar den einen oder anderen Medivac jetzt rausnehmen in der Zwischenzeit. Ah ja, sehr schön. Das ist wunderschön von Train gemacht. Die Medivacs bekommt er nicht, aber er wird die Marines bekommen, die hier zu Hause sind. Also das ist ideal. Verliert hier nicht nur ein Stalker. Units lost ist jetzt 1400 hinterher, Veteraner. Wo ist Units lost nochmal? L bei mir. Ja. 1750 zu 350. Train hat nur 2 Stalker verloren. Der Gegner hat 5 Marauder und 22 Marines verloren. Und Train hat jetzt auch schon die ersten Kolossi. Im Worker-Count ist er aber noch ausgeglichen. Also das Spiel ist noch nicht vorbei. Wir sehen jetzt, Income-mäßig ist Train jetzt vorne, weil gerade die dritte Basis vom Gegner genommen wird oder rübergeflogen wird. Oh, er geht Ghost. Und das ist ein Fehler, glaube ich, gegen Kolossi. Ja. Das ist nicht unbedingt, was man haben möchte. Also er ist splittet schön und ganz viele Marauder dann, aber... Das Einzige, was so ein bisschen für Prestige spielt, ist die Upgrades. Train hat addet jetzt gerade erst eine Forge. Wenn der Gegner jetzt gleich bei 1-1 ist. Das stimmt. So, und er probiert es jetzt nochmal. Prestige, aber Train hat den Tag auf der Armee, sieht eigentlich alles. Train holt sich hier eine Widowmine. Und gleich, wenn Charge raus ist. Naja. Sieht das noch ein bisschen besser aus? Ja, vor allem, wenn die Zealots dann in die Marines chargen und dann die Widowmine Splash auf die Marines machen. Aber Train steht hier auch extrem defensiv. Da kommen noch weitere Schildbatteries und Cannons. Sieht sich hier im Vorteil und möchte einfach nur verteidigen. Ersten Ghosts sind jetzt da. 2-2 ist angerückt vom Terraner. Train hat bisher noch kein Upgrade angedrückt. Ja. Wenn er nachher 0-0 gegen 2-2 ist, dann sind die Klasse vielleicht auch nicht mehr so gut. Das ist eklig. Jetzt die zweite Forge von Train und weitere Gateways. Blink ist jetzt auch im Bau. Und Train hat hier einen schönen platzierten Observer. Der sieht alles. Und die Oracles können hier Stimforcen und die ganze Army nochmal attacken. Hat er nochmal Geld für eine Stasis? Hätte er noch. Hätte er noch. Aber glaube ich nicht, er hat genug Force Field. Ach, da ist sie. Naja, da kommt wieder die Stasis und fast an die gleiche Stelle. So, jetzt 1-1 bei Chain im Bau. Auch Blink, weitere Kolossi, weitere Stalker und eine zweite Robo. Aber ich habe so ein bisschen Angst, wenn 2-2 fertig wird und die ersten Ghosts da sind, könnte der Terran ein relativ starkes Timing haben. Und der expandiert jetzt auch, nimmt die dritte Basis. Der Gold und fängt jetzt das Droppen an. Und das haben die Oracles einmal nicht auf dem Schirm. Und es wird ein Doppeldrop werden. Einer über die obere Flanke, da sind aber Phoenix, da mache ich mir keine Sorgen. Und der andere kommt über die untere Flanke. Aber da steht ja Chains Army. Und das ist auch nur Minen, also er will nicht unbedingt jetzt die Basis rausnehmen. So. Die Phoenixes sollten hier. Ja, Train hat noch nicht reagiert. Und die Minen, die werden richtig Schaden machen. Da wird sich Matze gleich freuen. Grüße! Ah. 11 Worker sind da down gegangen. Damit jetzt. Wir wollen der zweite jetzt. Naja, aber der. Ah, der könnte auch eklig werden. Train immer noch nicht reagiert. Oh. Oi, 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 oi. Insgesamt 27 Worker und das hat sich gelohnt. Und jetzt ist es für Train wirklich schwierig, einfach nur das Makro-Game zu spielen. Was Train jetzt machen muss, ist, glaube ich, angreifen. 1-1-0 ist jetzt fertig. Aber wir sehen auch jetzt schon eine gute Anzahl an Vikings. Also die Kolossi sind nicht so gut. Hat er schon? Oh ja. Was Train immer gut macht, ist, er nutzt seine Force Fields immer. Naja, super, aber wenn man keine Force Fields hat, weil die EMPs alle landen. Ach so. Und das bittet ja auch seine Army blöd. Kolossi sind überhaupt nicht in Fight, die Force Fields sind aber ganz gut. Aber die Stalker selber machen ja eigentlich überhaupt keinen Schaden. Kolossi kommen jetzt von hinten, können damit aber richtig ausgenommen werden. Da landet nochmal eine EMP. Ich glaube, das Spiel ist vorbei. Train Microt hier noch alles raus. Vielleicht bleibt er am Leben. Aber er hätte eigentlich richtig viel Schaden machen müssen.
Ne, verliert hier die Armee, hat halb so viel Army Supply, hat halb so viel Worker Supply, da kommt man noch ein Scan. Und Jayne hat hier eigentlich nur die Defense, ein paar Sentries, ein paar Schildbatterien, aber Schildbatterien können auch EMP'd werden. Und da sollte eigentlich jeden Moment das GG kommen. Damit bleibt es spannend. Jo. Nur noch 2 zu 1. Aber dafür sehen wir Holden, das ist ja auch nicht schlecht. Genau. Go, go. Und es wird Port Alexander werden. Was sagst du zu dieser Map? Ich weiß nicht genau, welche von denen ist. Ich verwechsel immer die mit einer anderen. Aber generell mag ich diese ganzen Makro-Maps. Oh, Wobbles hier mit 120 Bits, die er gerade gecheert hat. Danke dir. Matze soll sich nicht freuen. Progress. Ja. Weiß nicht, ob sich Matze gefreut hat. Das waren ja unsere Props. Weiß nicht, ob er so viel Verständnis hat. Ach, du bist schon drin. So. Ich glaube, den Gegner darfst du dann vorstellen. Okay. Okay, schon weg. Sie bis die Desviv. Also auf der Alpha-Seite heißt er nur Sebestes. Bestes. Okay. Ich war ganz kurz AFK. So, wenn wir auf Holden warten. So, zum richtigen Zeitpunkt wieder Genau, perfekt. Ja, bislang waren alle Master, die gespielt haben. Nee, also die letzte Partie, da waren beide Diamant aktuell. Okay. Interessanterweise. Strange nicht auch Master? Nein. Diese Saison offensichtlich nicht. Noch nicht. Okay, will auch nichts mehr. Wahrscheinlich nicht, Letterlock ist ja schon aktiv. Ja. Links oben gespawnt, in grün, für das Team Mixed Minds, beziehungsweise Mind Gaming. Es ist Holden. Und in Gelb gespawnt für Team V-Fish, the best is Wewe. Na, da ist gut trainiert. Gateway ist interessant platziert. Wahrscheinlich kann er mit dem Für den Cybercore Reaper, hier dicht machen, oder? dass der Reaper gar nicht hoch kann. Da reicht doch eigentlich nur der Pylander rein. Das mache ich Echt? mit dem Depot immer, ja? Das ist nur ein Spot? Ja. Aber die Map kommt, bleibt die Map drin? Ja,
Die ist ja erst seit dieser Season. Die bleibt drin, einzig ist Stasis an neuen Maps wird dann rausgenommen. Oh ja. Also, ja, das passt dann ja. Was geht raus? Blue Shift, Parasite, Stasis und welche alte Map gibt's noch? Cerulean Fall? Cerulean Fall, genau. Die vier gehen raus. Okay. Das war einer meiner Lieblingsmaps. Cerulean Fall? Ja. Ja, fand ich auch eine richtig solide Map. Auch schön anzuschauen. Und hier wird geschweißt. Der Reaper. Und der Nexus auf Seiten vom Roter-Spieler, vom Vengeance Fishing Club. Ich bin gespannt, was Holen jetzt spielt. Hatte nämlich noch eine Konversation von wegen, dass er gar nicht so genau weiß, was er spielen soll gegen Protoss. Das ist die Frage, ob er auf jetzt auf dich gehört hat. Aber einfach so. Hat er nicht. Okay. Ich finde es auch, glaube ich, nicht richtig, einfach zum Clan War direkt umzustellen, ohne das irgendwie mal gespielt zu haben. Ich glaube, da ist man besser beraten, einfach was zu spielen, was man weiß, was man kennt, auch wenn es vielleicht nicht ganz optimal ist. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Und der Reaper, wer kommt hier? Schon mal die Probe. Das war schon mal gut. Wir sehen auch keinen Adept, sondern Stalker. Und wir sehen ein schnelles Twilight Council. Es könnte also Richtung Blink gehen. Vielleicht sehen wir auch die T's. Aber das bedeutet, dass der Protoss-Spieler überhaupt keine Scouting-Informationen hat, was hier vom Terraner kommt. Wir sehen eine schnelle Factory. Und eine zweite Barracks. Das könnte ein 16 Marine Drop werden. Achso, stimmt. Und der Reaper. Trampolin funktioniert nicht, aber er kommt weg. Nein, er bleibt stehen. Und damit ist der Reaper tot und jetzt kann der Stalker tatsächlich rübergehen. Hat er den Twilight gescoutet? Nee, noch nicht. Und da ist bisher noch kein Bunker. Es wird aber auch. Das Twilight wird. Jetzt kommt Blink. Also es wird Blink werden, ist nur die Frage, wie viel Gateways und wie aggressiv wird es Blink werden. Und wie aggressiv können die Stalker jetzt sein? Bunker ist gerade im Bau, aber zwei Marines reichen hier nicht. Und da wird der eine SCV fallen. Und vier Marines reichen gegen zwei Stalker nicht. Weißt du die Nummer für einen Stalker? Ja, das kommt glaube ich sehr fürs Micro an. Okay. Also wenn der Terraner wirklich draufkommt und schön gemacht von Holden, kriegt hier zumindest einen Stalker. Und der Bunker wird fertig, er hat nur leider nichts, was er da reinstecken kann. Ah, kommen gleich Marines in 10 Sekunden, 5 Sekunden. Aber es gefällt mir, dass Holden schon mal auf Tanks geht. Ich glaube, das ist genau die richtige Wahl gegen Stalker. Jetzt sollten wir so langsam darauf achten, wie viel Geld wir es kommen. Aber da kommt jetzt Doppelgas an der Exit und das heißt für mich, da kommt kein Blinkstalker all in. So viel Gas braucht man nicht. Das sind jetzt 3 Gates. Ja, 4. Insgesamt 4 sogar. 3 Gates. Okay. Vielleicht ist es doch aggressiver, als ich gedacht hätte. Blink ist auch gar nicht mehr so weit entfernt. 20 Sekunden und dann hat er Blink. Da ist aber ein Tank in einer guten Position. Und die Stalker können auf der Map ja nicht irgendwie in die Main blinken. Stimmt. Von daher glaube ich, steht Holden sicher. Der Gegner expandiert das auch, nimmt die dritte Basis. Holden wird einfach ein bisschen verteidigen müssen und dann vielleicht einen Timing-Attack gegen die dritte Basis setzen. So, Blink ist fertig. Wir sehen aber nur 4 Stalker. Charge wird direkt hinterher gedrückt. Extrem wichtig, um dann so einen Tankbush zu verteidigen. Holden sieht, dass es hier nur 4 Stalker sind, die aber aggressiv sind auf der Map. Und dadurch, dass Holden am Anfang Marines verloren hat, hat er gar nicht mehr so viel. Und muss hier, glaube ich, ein bisschen warten, bis er ausrücken kann. Hat den relativ starken Supply Block gerade schon die ganze Zeit drin. 46. War jetzt raus. Stalker sind hier mutig. Doppelforge jetzt auf Seiten vom Roter-Spieler. Da werden direkt die Upgrades für Corona boostet. Hätte auch keine Robo, er scheint dieser Gateway-Style zu werden. Ja.
Und er macht es auch 5, schön, er 6. tigert mit den Stalkern links, rechts rum und probiert Holden abzufangen, bevor er wirklich pushen kann oder pushen möchte. Und kann damit wahrscheinlich das herauszögern, bis er dann genug Charge Shots hat. Das ist ja ärgerlich jetzt. Aber es ist genau das, was der Reicht Drop möchte. Okay, und da werden wir einen Doppeldrop sehen. Das ist, glaube ich, die richtige Wahl. Richtig ausrücken kann er jetzt gegen die Stalker nicht. Aber wenn er die Stalker außer Position erwischt, ja, dann ist nichts zu Hause. Dann ist er nicht zu Hause. Und er hat nicht mehr einen Recall zu Hause. Hat dann nicht genug Energie. Er darf jetzt nur nicht irgendwie einen Counterattack fressen mit den Stalkern. Aha. Wir nehmen hier einen Tank raus, ziehen sich aber zurück. Und jetzt kommt der Doppeldrop hier rein. Und da sind keine Einheiten. Forge! Forge möchte ich haben. Sehr gut. Beide. Bitte. Da wird noch schnell gegrone-boostet. Vielleicht kann er einen Pylon rausnehmen. Ja, das stimmt, das ist auch. Ja, 1-0 wird hier Position. Fertig. Das ist richtig schöne Position, aber da kommen genug Charge Sellets. Und da sind auch Stalker dabei und die blinken offensiv drauf. Da wird Holden sogar beide Medivacs verlieren. Das war grenzwertig, glaube ich. Und jetzt hat der Brutus diese drei Basen Economy. Er braucht Minen. Ja. In den Style. Und da scheint jetzt schon direkt eine Art Counterattack vom Brutus-Spieler zu kommen. Während Holden jetzt selber probiert, die dritte Basis zu nehmen. Du sagst ja, dieser Stil ist auch eher ein aggressiver Spielstil, ne? Naja, vor allen Dingen, weil er jetzt halt drei Basen hat. Er nimmt sogar eine vierte Basis. Einzig zu viel Gas hat er. Das sollten wahrscheinlich auch bald Archons kommen. Und Holden rückt jetzt in dem Moment aus, wo hier der Angriff über die untere Flanke gibt. Denkbar ungünstig. Mhm. Und jetzt wird Holden so ein bisschen gesandwiched. Da sind richtig viele Charge-Shellets dabei. Holden hat aber die besseren Upgrades. Und kann hier gut kiten und evakuiert. Und aber da sind die Blinkstalker. Die nehmen hier zwei Medivacs raus. Und jetzt wird es richtig schwierig für Holden, das zu halten. Sebestes ist hier extrem souverän unterwegs. Eigentlich noch keinen Fehler gemacht. Die dritte Basis ist down gegangen für Holden. Und Holden reagiert jetzt mit Dreifachdrop. Probiert es Riese zu gehen. Vielleicht ist das Richtige. Brutus zieht sich zurück. Und Holden nimmt die dritte nochmal. Und wir sehen jetzt einen Templar-Archive auf Seiten von Sebestes. Und dann wird er sein Gas richtig ausgeben können. Medivacs kommen hier durch. Aber die müssen jetzt richtig viel Schaden machen. Na, er zieht alles zurück. Hat wieder keinen Recall. Robo wird rausgenommen. Schon mal gut. Vielleicht hier die Forge, die. Jawohl. Ja, sehr schön. Und die andere Forge auch. Und jetzt einladen und raus. Genau, wieder zurück. Nicht die Medivacs verlieren. Aber da sind noch Blinkstalker auf der Map und die probieren es abzufangen. Boost gerade nicht da. Ein Medivac geht down. Zwei sogar. Nein, alle! Und da kommt jetzt nochmal ein Scan. Und das wird jetzt einen Counter-Attack wieder geben. Und Holden hat nicht allzu viel. Der hat zwei Liberator. Die ersten Minen jetzt im Bau. Aber das wird extrem schwierig. Vor allen Dingen, wenn da Arkans dabei sind. Oder vielleicht sogar Storm. Liberator sind auch nicht gesieged. Und da geht's rein. Minen werden gesieged. Die könnten ganz gute Connects bekommen. Ja. Yeah. Aber ob das reicht, ich glaube nicht. Auch nicht. Wie sieht das, er da zieht? Das CV ist ferngezogen. Und es sieht so aus, als würden wir ins Ace gehen. Ja, da fällt zu viel. Microtier noch ums Leben, aber das reicht nicht am Ende. GG. Und
Da haben wir jetzt gesehen, dass die auch ein richtig gutes Line-up haben. Und Jo. entsprechend steht es hier, glaube ich, verdient 2 zu 2 für beide. Und jetzt entscheidet sich auf Cerulean Fall der Ausgang dieses Matches. Ist nun die Frage, wer das L spielen wird. Was hatten die für Rassen? Zweimal Protoss, glaube ich. Einmal. Ja, die hatten einen Zerg am Anfang, zwei Protosse und ein Terraner. Ich würde mal schätzen, dass entweder der Terraner oder der Protoss, die beide gewonnen haben, spielen werden. Also Prestige oder Sebestes. So, bisher meldet sich keiner. Anstand ist unten im Overwatch-Channel. Könntest du vielleicht eben kurz runtergehen und mal fragen, wie es bei Handstand aussieht, dass er sich Ja, auch mache ich. meldet, damit wir. User left your channel. Okay. Sieht so aus, als hätten wir unseren L-Spieler.
Passiert ja was. Alex, du spielst? Alex? Hallo? Hi, du spielst das Ace, richtig? Ja, ich kann spielen. Okay, dann machen wir das. Aber mal. Ich bin jetzt hier erstmal offline, das Mikrofon spinnt wieder total und ich muss mal kurz vorher pinkeln. Okay. Viel Erfolg. Ja, danke. Ja. Channel switched. Also, es wird Handstand werden. Haben es eingetragen und er wird tatsächlich gegen Sebis das spielen. User joined your channel. So, jetzt können wir wieder reden. So, wir werden Handstand gegen Sebis das sehen. Auf Cerulean Fall. Gut, ich schau mal daher. Sebastian, gucken wir mal sein Profil an. 2000 Games, 4650 MMR. Schon ganz schönes Stückchen. Also wahrscheinlich bei 4600 Master. Offensichtlich irgendwo dort. Ja. Race Report. Ja, gegen Zerg ist auch seine also 52%, aber seine geringste Prozentzahl. So, mal sehen, ob Handstand wieder so ein schnelles All-In spielt. Oder ob er irgendwas anderes. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich glaube, dass wenn die dann halt Pull First und Gas sehen, dass sie es halt denken können und dann besser drauf reagieren. So, wir haben mittlerweile alle in der Lobby. Wir schauen uns noch eben mal die Statistik. Und ich habe gerade gemerkt, immer wenn wir auf den Map-Statistiken waren, sind wir gar nicht zu hören. Oh. Soundeinstellung nicht richtig. Nicht ganz. So. Rechts oben gespawnt vom Vengeance Fishing Club in Gelb. Gerade hat er Holden noch fertig gemacht. Jetzt ist vielleicht Handstand dran als nächster. Es ist Sebestes. Ach, Sebestes. Ich nenne einfach nur Sebestes. Okay, und für Team Phoenix gespawnt in grün, links unter der Ecke, Handstand. So, und es scheint. Ist das wieder weiß nicht, hat er den Extraktor-Trick gemacht? Das muss eigentlich Pull First sein bei so einem frühen Gas. Ja. Aber wo ist der Pull? Jetzt hat er 200, jetzt kommt jetzt der Pull. Was hat er? Gateway eröffnet. Aber ich gehe mal davon aus, dass Sebastian das Spiel gesehen hat, wo der andere Rotos vom Vengeance Fishing Club gegen Handstand verloren hat. Und entsprechend wird er wahrscheinlich dann mit so einem Ravage All-In rechnen.
Ist nur die Frage, vielleicht täuscht das Handstand jetzt auch nur an. Und er hofft, dass der Gegner überreagiert. Und Handstand. So Mindgame. Mindgame-mäßig. Oder vielleicht denkt der Gegner auch, dass Handstand es nur antäuscht und reagiert deswegen überhaupt nicht. Brutus öffnet auch wieder 2-Gate, das hat er ja gerade auch gemacht. Ja. Und einen frühen zweiten Pylon, allerdings sind die direkt nebeneinander gesetzt. Und das ist gegen Biles nicht gerade optimal. Kann man beide treffen, was? Ja. Ja. So, und es wird nochmal reingescoutet. Zwei Linge sind jetzt im Bau. Muss ja mit der Roach vor dem Ball kommen. Jetzt wird erstmal Speed angedrückt. So, und die Linge sollten jetzt gleich hinter der Probe herlaufen. Noch kein Roachwarn und es scheint. Ah, kommt. Okay, da kommt der Roachwarn. Und sehen wir die Echse, ist die Frage. Doppel-Adapt auf jeden Fall und ein schnelles Warp-Gate. Es wird gegrone boostet und da kommt auch die Schildbatterie. Und bisher noch keine Echse. Und die Robo. Also geht eigentlich wieder auf Nummer richtig sicher und eigentlich ist es. Na, so das sollte man das halten. Glaube ich. Aber das hat ja letztes Mal auch nicht genützt. Handstand hat er ganz, ganz kurz Sparrow angedrückt. Und der Depp so, Shaden jetzt rüber. Roach One ist gleich fertig und dann sehen wir wieder Roaches. Zwei Stalkers in dem Bau, immer noch keine Echse. Sieht er die Adepten mit dem Overlord? Ja, hat er gesehen. Die Adepten kann er gut verteidigen mit den Roaches. Ah, drei Shield-Batterien hat der. Naja. Also. Verliert es hier allerdings die Adepts. Die kriegen vielleicht die ein oder andere Drohne noch. Insgesamt zwei. Wie das denn Inka-mäßig? Macht das jetzt denn einfach zu einfach zu drohen oder ist das jetzt zu spät? Na, der Gegner hat keine Echse. Eigentlich ja, würde ich sagen. Es macht Sinn zu drohen. Und schau dir an, was der Gegner in Schildbatterien investiert und in Pylons. Ja, sieht er das? Mit dem Overlord? Nee, wäre schön, wenn er da einmal so rumfliegen würde, ne? Ja, wäre schön, wenn er sehen würde, dass da keine Echse ist und dass da massiv Schildbatterien sind. Aber das hat er auch im letzten Spiel schon ignoriert und es hat trotzdem funktioniert. Und was besonders hoffen wir und mal. Warp geht, wird auch rechtzeitig fertig. Aber was besonders gefährlich ist, sind halt die vielen Dinge. Dagegen hat er kaum etwas. Da fällt der erste Stalker und der Beil ist auch richtig gut geschmissen. Jetzt kommt Sentry, ein Sentry und ein. Okay, das ist soweit gehalten. Handstand fängt jetzt aber an, nicht zu drohen. Zweiter Immortal jetzt im Bau und drittes Gateway kommt. Weitere Schildbatterien. Aber da kommen jetzt Drohnen. Und jetzt ist der zweite Immortal, aber den kriegt er vielleicht. Aha. Ja, den kriegt er, den kriegt er. Sehr gut. Und er kriegt auch einen Stalker. Fehlen allerdings die Linge hinterher. Das Loss ist in favor für unseren Zerg. Jetzt kommen nochmal Linge und es ist immer noch keine Echse. Ja, und wenn er das Spiel eigentlich und mit, die ganze mittlerweile Zeit so hat er ist ausgeglichen, also 23 gegen 23 ja. Worker. Die Echse hat er auch. Er kann jetzt noch probieren, ein bisschen Druck aufzumachen, noch ein bisschen Einheiten forcen. Er muss dann, darf dann nur nicht gegen Counterattack. Oh, schöne Balls. Aber auch ein gutes Force Field. Die Schildbatterien helfen hier enorm. Aber jetzt kommen nochmal Linge. Aber die Ravager sind natürlich auch teuer für Handstand. Der jetzt wieder eine Runde Drohnen jetzt schmeißt. Even. Da also kommen acht Drohnen. Halt viele Linge, dann kann er die. Und Handstand. Da ist halt. Okay, passt auf, zieht die Ravager weg. Und jetzt ist die Frage, was macht der Protoss? Expandiert der oder kommt da. Ein All-In. Ein Push? Also er hat drei. Nee, da scheint die Echse. Nee. Immer noch keine Echse. Da kommt ein dritter Immortal. Und dann scheint es ein All-In-Push zu werden. Handstand immer schon das zweite Gas, geht in Leertech, also spielt schon. Keine dritte Basis, aber er muss trotzdem da das verteidigen. Mhm. Da kommt jetzt auch ein Server, Supply-Block für Protoss und das ist ganz gut. Für Handstand. Ein paar Adepts kommen jetzt auch noch mit rein, aber der Push wird schwierig zu halten, glaube ich. Okay. Also die drei Immortals machen schon richtig viel Schaden. Linge brauchen wir ganz viele. Genau, ganz viele Linge.
Und natürlich hat, kann der Brotos auch die Schildbatterien nicht mitnehmen, was dankbar ist für Handstand. Und ich glaube, Handstand muss jetzt einfach nur halten. Er sieht noch immer nicht. Er sieht die Armee, aber er sieht immer noch nicht, dass da keine Echse ist. Das wäre eine wichtige. Und da kommen jetzt nochmal 5 Worker. Jetzt kommt die Echse. Handstand verliert hier ein Overlord. Also insgesamt gefällt mir das Spiel immer mehr. Solange der Protoss jetzt nicht angreift und noch weiter wartet, da kommt schon Hydra denn. Und Hydras schnetzeln eigentlich dort alles, was der Gegner, was der Protoss hat. Aber jetzt kommt Er das sieht jetzt Wortwissen. Observer, wie die Basis Ja. aussieht. Zerg. Und das Wortpissen bedeutet eigentlich, jetzt möchte er angreifen. Da kann man schön auch mit Micron. Da kann man schön mit Micron. Anstand nimmt es auch eine dritte Basis. Man hat jetzt doppelt so viel Worker, da kommen nochmal Worker. Also Handstand, weiß ich nicht, sollte jetzt eigentlich realisieren, jetzt kommt der Angriff. Ab jetzt keine Worker mehr bauen. Ich glaube, er hat schon fast ein bisschen zu viel Ja, gebaut. Hydras kommen Die schon. ersten Hydras kommen und die haben vielleicht auch das Range Upgrade. Ah, die Force Fields sind blöd. Besten auf offener Map Naja, erwischen. ist Genau. schwierig, glaube ich. Er kann die Force Field prinzipiell ja brechen. Er hat 4 Ravager. Ach so, okay. Und ich glaube, er wird einfach die dritte Basis aufgeben müssen und auch aufgeben sollen. Er ist 20 mal gefordert. Das kann man aber meistens schlecht einschätzen. Okay, dritte Basis wird angegangen und Handstand rückt hier aus. Aber die Rampe kommt er doch gar nicht hoch hier. Da cancelt er. Und jetzt kann er probieren, den Highground zu verteidigen. Es kommt alles so ein bisschen auf die Force Fields an und auf die Bites. Ja, Active Forces ist even. Gleich haben wir das Hydra Upgrade. Und Handstand probiert hier die Armee in offenem Feld zu erwischen. Schon mal Force Fields gezogen. Okay. Protoss zieht sich richtig zurück, scheint hier Angst zu haben. Kriegt aber nacheinander jetzt alle Linge und dann wird's schwierig für Anstand. Und jetzt geht's in Ah. Fight für den Protoss und da hat er momentan mehr gutes Force Fields. Die Hydras haben enorm viel DPS. Aber schönes Oh, das wird Wobbles, Maiko. spannend. Ach, schön von Handstand. Wenn er jetzt auch noch das Wobbles bekommt, nur noch 2 Immortal übrig. Und Handstand hat sehr viel mehr Worker, hat keine dritte Basis. Viel Kohle jetzt. Wird jetzt einen Counter-Attack machen. Ich weiß nicht, ob er die Ah, Rampe da kann er nicht hochkommt. rein. Nee, da wird er nicht reinkommen. Aber er wird den Brotos weiter auf 3 Basen halten können. Und er wird jetzt selber expandieren können. Da kommt jetzt die dritte Basis. Vielleicht sollte er auch gleich eine vierte setzen. Jo. Evolution Chamber. Zweites Upgrade für die Ja, Hydras. und er zieht sich auch zurück. Er probiert dann nicht hochzukommen. Das Wobblism ist aktiv. Geht jetzt über die linke Flanke. Income. Immer noch 10 Worker vorne. Also Handstand jetzt seit 5 Minuten im Income vorne. Und so eine Hydra-Armee ist Teufelszeug für einen Protoss, der nicht irgendwie nur Immortals hat. Storm, ne? Da braucht man Storm oder dann Charge-Zealots, die tanken können. Aber nur so eine Gateway-Einheiten-Armee gegen so viel Hydras, das ist schon richtig schwierig. Ich würde mir fast noch ein paar Banelinge wünschen, wenn das hier wünscht dir was wäre. Und Wobbisen geht es aber in die Main und das könnte Handstand so ein bisschen könnte ein bisschen gefährlich werden, aber da sind auch schon Spinecrawler, die gerade fertig werden. Muss ja die Army Adept Business Shaden picken. in die Adept Shaden in die Da Natural. macht er gut. Ja, 4 Worker hat er rausgenommen, aber Handstand immer noch eigentlich ganz gut vorne. Swap Prism könnten wir noch eben mitnehmen. Das könnte er mitnehmen. Beziehungsweise Sieht er er sieht das? jetzt, dass der Protoss Damit. mit dem Overlord, er sieht jetzt, dass der Protoss entweder ausrücken möchte oder expandieren möchte. Und es scheint so, als würde Handstand den mitten auf der Map abfangen wollen. Da bin ich mir nicht sicher, ob das der richtige Move ist. Move ist. Da ist kein Creep. Er hat eh keinen. Nee, er hat eh keinen guten Creep-Threat. Vielleicht wartet noch auf 1-0. Das ist gleich bei ihm durch. Charge kommt jetzt so langsam. Ist offensichtlich sehr zuversichtlich, dass er hier eine gute Armee hat, aber der Protoss auch. Beide suchen hier einen Fight, Wobblism rausgenommen. Ah, 40 Armies, 40 Supply insgesamt vorne. Okay, Protoss scheint hier noch auf das zweite Wobblism zu warten und bis Charge fertig ist. Da wären jetzt Banelinge richtig, richtig gut. Handstand wird das 1er Attack Upgrade haben.
10 Sekunden, ja. Er sollte nur nicht hier den Fight suchen. Du hast doch so einen riesen Vorteil, Handstand. Er sucht den Fight. Er hat eine schöne Konkave. Da kann man überhaupt nichts sagen. Ui. Und nimmt hier auch Immortals raus. Die Zealots kommen gar nicht ran, aber jetzt sind die Linge weg. Jetzt kommen die ersten Force Fields. Schöne Balls von Handstand. Und er aber hat da wirklich genug. Schau dir an, wie viel DPS die Hiters haben. Das ist nicht mal knapp. Da kommt das GG vom Gegner. Und Handstand holt hier das Ace. Sehr schön. Sehr gut gemacht. Ist richtig, richtig gut gemacht von Handstand. Das war ein spannendes Ding, dieser Clan War, glaube ich. Jo. Und Handstand ist hier der Spieler der Woche zumindest. Mindestens. Und holt hier das 3:2. Und damit den dritten Sieg in der dritten Partie der Alpha Amateur Serie für uns. So kann es weitergehen. Und damit bleibt eigentlich nicht viel zu sagen. Außer, dass es am Sonntag wahrscheinlich schon wieder weitergeht. Lasst mich raten. Ist es um 19 Uhr oder um 20 Uhr? Um 20 Uhr. Diesen Sonntag um 20 okay. Uhr werden wir in der Semi-Pro-Liga gegen Inequale spielen. Und da wird wahrscheinlich Unknown wieder den Stream übernehmen. Genau, und dann war's es schon. Spannender Clan War. Verdient gewonnen, würde ich sagen. Ja. Und du hast das Schlusswort. Das Wort zum Sonntag. Ja, oder Freitag. Ja, ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Bis dann, schau wieder rein. Dad, the other kids on chat say my voice is cracking. Well, it just means you're growing up. Here. I think you're ready for this. StarCraft 2? Well, you're not a kid anymore, son. You should be playing a grown-up game. No more excuses. StarCraft 2 is now free to play. Grow up at StarCraft2.com. Thanks, Dad.